Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik und ich bin heute für euch auf kulinarischer Mission unterwegs bei der Lydia, um mir eben Verstärkung zu holen, mir Tipps zu geben von der Lydia. Lydia, was machst du denn beruflich? Hi, ich bin Ernährungsexpertin bei PEP Ernährungsinstitut in Mainz und beschäftige mich seit 15 Jahren mit gesunder Ernährung, mit Abnehmen, mit Sporternährung. Wobei die Abnehmschiene ist eher so meins, aber wir haben sehr viele Sportler, die sich bei uns beraten lassen und sich Ernährungspläne und Ernährungsanalysen erstellen lassen. Genau, also ihr seht schon, die Lydia ist sehr kompetent, was das Ernährungsfeld angeht, und ich weiß eben auch nicht immer alle Sachen über Ernährung, und die Lydia weiß eben auch, wie sich ein Leistungssportler zu ernähren hat, und ich denke, in der Kombination kann ich noch viel von ihr lernen, und deshalb sind wir jetzt erstmal hier, und was machen wir denn jetzt? Ja, also ich wusste jetzt nicht ganz genau, was so deine Vorlieben sind, weil wir vorher keine Ernährungsanalyse gemacht haben, und habe mir gedacht, wir machen jetzt ganz was anderes mit Haferflocken, als man so kennt. Ja, also meistens kennt man die Haferflocken Milch, Haferflocken rein, ein bisschen Obst und fertig. Wir machen das heute als warme Variante. Wir kochen die Milch ein und da kommen die Haferflocken rein, das Obst, Zimt und so weiter, also die ganze Sachen, die wir hier stehen haben, also Rosinen, Honig, Walnüsse, Apfel, Haferflocken, Banane und Zimt. Also das sind unsere... Also sehr viele frische Sachen, ja. Haferflocken. Leute, ihr kennt das schon von meinem normalen Frühstück. Ich mache mir immer mein Fitnessmüsli, das kennt ihr schon auf meinem Channel. Und das ist eben jetzt für mich eine weitere Variante, eben morgens ab warm auch mal sehr angenehm vielleicht zu essen, vielleicht angenehmer als ein kaltes, hartes Müsli. Und ich bin sehr gespannt, wie das nachher schmecken wird. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Genau, da wollte ich nochmal dazu sagen, diese Variante vom Frühstück kannst du auch als Zwischenmahlzeit später verwenden. Also das, genau, was übrig bleibt, ja, kannst du gerne einpacken und gerne mitnehmen. Dann hast du was für zwischendurch. Genau, sehr guter Einwand. Viele von euch können jetzt zum Beispiel morgens entweder gar nichts essen oder wenig essen, trinken vielleicht nur einen Kaffee oder einen Tee. Und deshalb kann man sich das morgens in Windeseile zubereiten. Eben, es braucht gar nicht viel Zeit. Und kann man sich das eben in eine Tupperdose eintüten und später auf der Arbeit irgendwann dann essen. Gut, dann fangen wir mal an. Legen wir los. So. Also ich habe hier 600 Milliliter Milch. Genau. Ich wusste jetzt nicht, wie viele Kalorien du brauchst, weil ich deine Sportaktivitäten nicht kenne. Deswegen machen wir so eine pauschale Geschichte, nur dass man einfach sehen kann, wie viel Milch, wie viel Obst und so weiter man zusammen mischen kann. Wenn man natürlich mehr Kalorien benötigt, muss man die Mengen erhöhen. Genau, also die Mengen lassen sich ganz einfach anpassen. Für jeden Kalorienbedarf kann man einfach vervielfachen. Man muss nur einfach schauen, dass die Verteilung immer gleich bleibt. Natürlich. Proportional. Natürlich, genau. Also wir müssen ja zuerst wissen, welche Bedarf du überhaupt hast. Ja? Und das können wir ganz gut ermitteln, indem wir zuerst schauen, was du isst und trinkst. Genau. Welche berufliche Tätigkeit du ausübst, welche sportliche Aktivitäten du betreibst. Also das Ganze müssen wir zusammen rechnen, und dann wissen wir, wie viel Kalorien du am Tag essen musst, um leistungsfähig zu bleiben, und dementsprechend können wir auch die Portionen berechnen. Genau, also ihr seht, ganz egal, wie viel Kalorien ihr benötigt, das ist für jeden Typ eigentlich ein optimales Frühstück, weil es stecken eben Eiweiße, gute Mineralstoffe, Kohlenhydrate und gesunde Fette in der Mahlzeit, also ist perfekt für jeden, ideal am Morgen. Und ja, wir kochen jetzt gerade die Milch. Das ist laktosefreie Milch, gell? Ja, also genau. Ich bin auch eher so der Mensch, der nicht unbedingt Milch trinken möchte, da unser Körper nicht unbedingt die Enzyme hat, um die Laktose zu verdauen, ja, oder schlecht zu verdauen. Deshalb nehme ich gerne entweder laktosefreie Milch oder nehme ich dann Mandelmilch oder Hafermilch, da gibt es verschiedene Varianten. Genau,
genauso denke ich auch über die ganze Geschichte. Ihr wisst ja, also weitestgehend verzehre ich dann Hafer- oder Sojaprodukte oder eben, wenn ich mal einen Käse benutze, laktosefreien Käse. Und hier ist es eben mit der laktosefreien Milch auch eine gute Variante. Und während wir jetzt die Milch kochen, die ist schon fast fertig. Genau, die ist fast fertig. Wenn ihr den zweiten Teil des Videos sehen wollt, dann könnt ihr jetzt unten auf den Link klicken. Da kommt ihr auf Lydias Channel und seht direkt den zweiten Teil des Videos. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao.